Bei Leutkirch im Allgäu will Jäger Christian Herter mit einer Fotofalle den Wildbestand in seinem Revier erfassen. Doch eine der Aufnahmen, das ist ein Wolf, überrascht ihn völlig. Es ist eigentlich auch nur dieses eine Bild aufgenommen worden und seitdem nicht mehr gesichtet. Er ist sich nicht sicher. Deshalb schickt er das Bild an Wildtierbiologe Felix Böker an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg. Ihm ist sofort klar, das ist ein Goldschakal. Äußerst ungewöhnlich, denn es ist der erste Nachweis in Baden-Württemberg überhaupt. Auch im übrigen Deutschland zeigt sich die Tierart nur äußerst selten. Häufig wird der Goldschakal eben mit Füchsen auch verwechselt. Junge Wölfe könnten theoretisch auf Entfernung auch mit Goldschakalen verwechselt werden. Natürlich gibt es auch Hunde, die im Goldschakal sehr ähnlich sehen können. So nah wie hier im Münchner Tierpark Hellerbrunn bekommt man den Schakal sonst kaum zu sehen. Vielen ist dieses Tier noch völlig unbekannt. Der europäische Verbreitungsschwerpunkt des Goldschakals liegt auf dem Balkan. Von dort wandert er Richtung Mitteleuropa. Der Goldschakal taucht in Deutschland neu auf, den gab es vorher hier nicht. Im Gegensatz zu zum Beispiel Wolf, Luchs oder Bär, die ursprünglich ja ganz Europa besiedelt haben, ausgerottet wurden und jetzt die Möglichkeit haben, sich neu wieder auszubreiten. Der Goldschakal ist aber eben eine Tierart, die das von sich aus macht. Diese Verbreitung wird auch nicht vom Menschen unterstützt. Gelegentlich wandern einzelne Goldschakale bis in unsere Wälder, wie diese Fotofallenbilder dokumentieren. Seit dem Jahr 2000 gab es in Deutschland erst 21 Nachweise. Für Aufregung hat er trotzdem schon gesorgt. In St. Annen in Schleswig-Holstein wurden 3 Schafe gerissen. Erst ist der Wolf in Verdacht, doch dann beweist eine DNA-Probe, der Täter ist ein Goldschakal. Nur selten wagt sich das kleine Raubtier an so große Beute. Genauso wie bei anderen wilden Beutegreifern kann das auch beim Goldschakal vorkommen, dass größere Säugetiere gerissen werden. Bei Wildtieren kann das ein Reh sein, bei Nutztieren natürlich dann entsprechend ein Schaf. Ein seltener Einzelfall. Der Goldschakal ist scheu und geht auch dem Menschen aus dem Weg. Also von einem gesunden wilden Goldschakal geht keine Gefahr für Menschen aus. Also das wird der Goldschakal den Kontakt zum Menschen auf jeden Fall meiden. Gerade diese Eigenschaft erschwert den Wissenschaftlern die Arbeit. Auch Jennifer Hadlau von der Universität für Bodenkultur Wien beschäftigt die Frage, warum sich Goldschakale Richtung Norden ausbreiten. In der Nähe der slowakischen Grenze hat sie ihre Spur aufgenommen. Neben Fotofallen setzt sie auf eine ganz besondere Suchmethode. Beim bioakustischen Monitoring spielen wir einen speziellen Ruf ab, der auch sehr weit hörbar ist und hoffen, dass den eine Gruppe in der Gegend den hört und dann darauf antwortet. Doch selbst wenn Schakale in der Nähe sind, eine Antwort der Tiere ist nicht garantiert. Für das bioakustische Monitoring spielt Jennifer Hadlauf über ein Megafon Schakalgeheul ab. Wenn die Schakale darauf antworten, hat Jennifer Hadlauf den Nachweis, dass die Tiere hier tatsächlich vorkommen und kann im besten Fall deren Weg Richtung Deutschland verfolgen. Aber heute hat sie kein Glück. Einmal haben wir ganz deutlich Hunde gehört. Also da ist es gut, noch einmal auch ein bisschen zu einem späteren Zeitpunkt noch mal herzukommen. Mit Schakalen ist erst zu rechnen, wenn die Hunde weg sind. Jennifer Hadlauf muss aus wenigen Erfolgserlebnissen ihre Erkenntnisse ziehen. Doch es zeigt sich, die Transitroute Österreich wird immer häufiger frequentiert. Also es ist davon auszugehen, dass sich der Goldschakal auch weiter ausbreitet und dass wir mehr Nachweise in neuen Ländern haben werden. Und auch die Gruppen, die wir jetzt haben, dass sich die natürlich ausbreiten werden, also dass es mehr wird. Ja. Die Ursachenforschung nach dem Warum steht erst am Anfang. In Deutschland hat Felix Böker vierbeinige Unterstützung. Für Hündin Riga ist heute eine Trainingseinheit angesetzt. Sie soll charakteristische Spuren aufnehmen. Also es geht uns da vor allem um Kot, um Losung vom Goldschakal, über den wir dann untersuchen können, genetisch, welches Individuum das ist. Aber auch andere Hinweise wie Haare, wenn man zum Beispiel eine Liegestelle findet, können da durchaus interessant sein. Nee, komm, Riga, komm hier, such.
Für Menschen wäre das im weitläufigen Wald ein fast unmögliches Unterfangen. So, Schakal. Aber die Hündin findet die versteckte Probe spielend. Genau, das ist jetzt so ein Stück Goldschakalkot. Also über die genetische Untersuchung von so einem Stück Kot kann man Informationen über das Individuum ziehen. Und die Inhaltsstoffe, die geben natürlich auch nochmal Informationen über das Nahrungsverhalten zum Beispiel. Was hat das Tier gefressen? Wenig Anhaltspunkte für die entscheidende Frage. Warum zieht es den Goldschakal Richtung Nord- und Westeuropa? Für die Ausbreitung von Goldschakalen gibt es im Moment verschiedene Theorien. Zum Beispiel das Ausbleiben des Wolfes in Europa. Andere Theorie ist eben, dass klimatische Veränderungen auch die Lebensumstände für den Goldschakal begünstigen. Wenige Wölfe und wärmeres Wetter. Vermutlich begünstigen beide Faktoren die Ausbreitung des Goldschakals. Muss man sich ab jetzt neben Wolf, Luchs und Fuchs auf einen weiteren größeren Beutegreifer bei uns einstellen? Viel über die Zukunft und das Verhalten von Schakalen in Deutschland ist bisher ja Spekulation. Und wir vermuten, dass es in Deutschland auch weiterhin Goldschakal-Nachweise geben wird. Ob er weiterhin nur sporadisch auftaucht oder sich tatsächlich irgendwo niederlässt und vielleicht sogar reproduziert, das wird sich zeigen. Das müssen wir beobachten. Eines ist sicher. Einzelne Goldschakale sind bereits in unseren Wäldern unterwegs. Ob und wie sie sich in ihrem neuen Lebensraum behaupten, werden erst die nächsten Jahre zeigen.